Was ich demnächst wieder bauen möchte, ist ein neuer Burgerraum. Aber diesmal, glaube ich, mache ich einfach einen mit Molekular-Assemblern. In der Hoffnung, dass das dann alles so klappt, wie ich mir das vorstelle. Warum ist hier meine Tür wieder auf? Apropos Türe auf. Druckplatte. Mir eine. In der Regel glaube ich, ja, geht immer nur von eigentlich Zeit. Warum damit? Auf. Genau. Also mit Etherpart. Da drin? Ach, was war das letzte? Entschuldigung. Jetzt habe ich keinen Dings da hier. Und steckt nochmal das Glas. Hier ist ein Bereich. Okay. Ultimo. Tag. In Arbeit. Warum nicht? Oh, das ist aber noch nicht hell genug. Gemacht oder nicht oder da. Und lässt sich herausfinden. Singleplayer. Glaube. Die war's. Hoffe ich.
Ich habe keine Ahnung. Und warum ich hier bin. Es sieht nach meinem alten Haus aus. Das heißt, ich muss mir diesen. Jetzt weiß ich, warum ich hier bin. The good old Nether Portal. In einem sehr frühen Stadium. Hier war dann später alles Nahrungsmittelgarten. Sag ich doch, da war einfach nur so drauf. Gut, ich habe hier noch einen Rest und aufgelegt, aber das konnte doch nicht das der Grund gewesen sein. Oder? Irgendwie mag ich dieses Haus. Okay, also einfach noch ein Redstone drauflegen. Probier ich's aus. Glaubt man gar nicht. Eigentlich ist es hier. Wie leer das einfach ist. Ein Redstone. Schauen wir nach. Haben wir alles da. Tatsächlich. Dieses blöde Redstone. Darauf kann ich das wohl nicht gehen, oder? Auch aufgeht. Naja. Wenn dann wenigstens die beiden Türen hier so sind, dann wird das ja eigentlich. Beide Türen nach so. Okay. Gut, dann so. Na, hier könnte ich eigentlich auch noch eine hin machen. Thank you.
Jahresexpoint. Dann ist hier ein Loch im Boden. Es gibt so Sachen immer, die verstehe ich nicht. Warum zum Beispiel im Keller unten die Sachen nicht mehr in Alloy Smelter sind und. Das macht einfach für mich keinen Sinn, so einiges. Ich weiß nicht, woran es liegt, sondern im E-System oder an höheren Mächten. Aber dass hier komischerweise Sachen verschwinden und dann auf einmal ein Fach nicht mehr funktionieren, finde ich irgendwie ein bisschen strange. Ich mach mal noch einen Reißkanten auf das Blöcke. Die Gemüse. Jetzt ist hier ganz schön heimelig eingerichtet. Schön, schön. Das ist das. Der verfluchte Boden. Man akzeptiert ein zweiter Stock auf. Stockwerk auf die Zimmer. Alter Schwede, das ging jetzt irgendwie schnell heute. Die geht sogar die Klingel. Cool.
So, ich mache jetzt nochmal ganz kurz Päuschen. Sag meiner Frau gute Nacht, die geht jetzt ins Bett oder ist schon ins Bett gegangen gerade eben. Wir sehen uns dann gleich wieder.